schwarze Zahlen zu schreiben. Denn das gehört dazu, wenn man Arbeitsplätze auch sichern will. Aber es gibt auch eine gesellschaftliche Verantwortung für Unternehmen. Und so heißt es denn bei Nokia, und ich zitiere wieder, unternehmerische Verantwortung heißt für Nokia, die Einflüsse ihrer Arbeit auf Gesellschaft und Umwelt zu erkennen und entsprechend zu agieren. Zitat Ende. Ich fordere die Konzernspitze auf, sich an diese eigenen Regeln zu halten und unternehmerische Verantwortung für diese Gesellschaft, für diese Menschen in dieser Region zu tragen. Ich frage mich wirklich, was soll aus unserer Gesellschaft werden? Und da beziehe ich nicht nur Bochum, die Region Deutschland mit ein, sondern das gilt weltweit.